So, herzlich willkommen. So, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ich habe mich dazu entschlossen, die Smart Edition zu machen. Ja. Jetzt muss ich mich wieder durch diesen Anfang kämpfen. Ja, aber es ist nicht die ganz normale Smart Edition, die sich jeder besorgen kann. Sondern ich habe es mit der Advanced Map ein bisschen editiert. Werden wir es auch gleich sehen. Einige Orte habe ich sozusagen verschönert. Ich habe einige neue wilde Pokémon in den Gräsern gesteckt. So, diese komischen Soundfehler, die wir gerade im Hintergrund hören. Ich habe keine Ahnung, woher die kamen. Dieses Dude. Und ich hoffe, ich habe keine Bugs eingebaut. Das finde ich zu schade, dass ich dann das Let's Play dann abbrechen muss. So, wir sind komischerweise Möbelwagen. Schnell raus aus diesem Shit. So, wir sehen hier an den Bäumen ein paar Grafikfehler. Ich weiß gar nicht, wie ich die wegmachen kann. Ich habe ein bisschen Blumen. Also ich habe ein bisschen blumenreicher gemacht. Das ist nicht die einzige Stadt. Keine Sorge. Oh Mann, ey. So, die Uhr ist mir eigentlich scheißegal. Aber erstmal werde ich mal ein bisschen den Texttempo ändern. Rahmen. Mal schauen, was es so gibt. Schau einfach mal das hier. So, die Uhrzeit stellen wir um. Und zwar lassen wir es einfach so. Die Uhrzeit ist ja eh nicht wichtig. Wir haben es ja gerade am Anfang gesehen, die interne Batterie sei verbraucht. Zeitbasierende Events werden damit nicht mehr stattfinden. Heißt, keine Beeren wachsen. Was gibt's noch? Es fällt mir gar nichts jetzt ein, was zeitbasierend ist, aber alles. Ja, genau, ein Wunderland auch noch. Aber alles, was zeitbasierend ist, gibt es nicht mehr. Kann sein, dass es auch an dem Emulator liegt, dass ich noch was einstellen muss, um das so zu machen, aber habe ich jetzt keine Lust drauf. So, wir erledigen einfach mal die erste Quest. Das heißt, wir müssen uns vorstellen gehen. Einfach in die Tür reinmarschieren, da kommt die angelaufen. Meine Tochter in Klammern. Das E. Ist doch vorhin schon klar. Meine Tochter, meine Tochter. Okay. Michael. Mit den kräftigen Oberschenkeln. Wahrscheinlich befindet sich hier in diesem Pokéball ihr Pokémon. Ich werde Flamdi als Starter gleich nehmen, deshalb wird es Hydropi sein, was Michael gleich einsetzen wird im zweiten Part oder im ersten Part, ich weiß es nicht. So, Professor wird mit Angriff von einem Zixas. In Rubin Saphir war das ein Pfiffchen und Zixas komisch. Ich weiß nicht, was ein Zixas so anstellen soll. Machen wir von meinem ersten Kampf. Das sollte eigentlich kein großes Problem sein. So. Zixas ist besiegt. Flamdi hält 17 Erfahrungspunkte für ein Level 5 Pokémon, eigentlich nicht so schlecht. Ich habe ihn gerettet, in Anführungszeichen. Zwar keine Ursache. Als Belohnung bekomme ich dieses Flamdi geschenkt. Und ich werde meinem Flamdi einen Spitznamen geben, da ich ein bisschen Hunger habe. Wenn ich es... Ich hoffe, es passt rein.
Ne, passt nicht. Deshalb kürze ich das ein kleines bisschen ab. Und zwar Chicken Wing. Sollte eigentlich Chicken Wing heißen, aber sei es drum. Ich muss ja beantworten. Die zwingen mich, dieser Sound nervt mich langsam. Diet. Na egal. Die Turbo-Treter bekommen wir erst gleich. So, hier in diesem hohen Gras habe ich einige. Was ist das? Eigentlich alle Starter-Pokémon, außer die Höhlenstarter, eingebaut. Ist eigentlich ein sehr gutes Training, weil die alle Level 4 sind bei mir. Sieben war eigentlich welche. Ich werde jetzt mal ein bisschen Speed erhöhen, damit es etwas schneller geht. So, das reicht erstmal. Pokémon Center. Schnell heilen. Und den Trank holen von dem Mann draußen. Und zwar rede ich von diesem hier. Ja, im Pokémon Supermarkt, man kann Sachen kaufen. Und zwar keine Drogen, sondern Items wie Tränke, Superbälle, Pokébälle meine ich, Schutz. Das wissen wir ja schon. Wer es nicht weiß, der hat echt keine Ahnung von Pokémon. Wir haben ein bisschen mehr Gras auf der Route. Ein Ditto. Das habe ich auch eingebaut. Da ich ja kein Pokédex habe, kann ich noch leider keine Pokémon fangen. Sonst hätte ich Ditto natürlich gefangen für die Pension, aber scheißegal. Ein Volltreffer. So. 37 Punkte. So, ich mal ein bisschen schneller. Mayanma. So. Fordern wir mal schnell Maike raus. Das sollte eigentlich auch aufs Video passen. Jetzt hört das auch wahrscheinlich nicht. Dieses Düt. Ah, das ist schon scheiße. Aber ich glaube, man kann es. Ich hoffe, ich kann es beheben mit dem Latter. Oh, Chicken Wing macht die Drupia zur Strecke. Ein Volltreffer. Und schon besiegt. Ich habe es gar nicht drauf geachtet. Nicht gekackt. Ach, Mann, ey. Was im Wesen mein Chicken Wing hat, aber mit dem Wesen kenne ich mich ja bekanntlich nicht aus. Ja, das stimmt. Mit jeder Art von Pokémon mich anzufreunden, fällt mir ehrlich gesagt ganz schwer. Weil ich sie auch nicht als Freunde haben kann. Es ist ja nur ein Spiel. Dann gehen wir mal zurück. Oh Mann. So. Schnell ins. Oh, verpiss dich, Schwertsack. Also schnell in den Labor. Schnell skippen. Jetzt bekomme ich endlich diesen scheiß Pokédex. Ja. Den Pokédex haben wir erhalten. Ich beende den Part. Kommentare wären nett. Macht ja sowieso fleißig. Vielen Dank dafür. Abonniert mich, wenn ihr wollt. Dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder.